select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ist dabei. Vielen Dank, die Mannschaft aus dem Ausland und den Science-Behinderung. Vielen Dank. Ruben, ich sehe, du bist, hast alles gegeben, musst dich gerade kurz erholen. Ja, wie sind die Emotionen gerade nach diesem sehr wichtigen Sieg? Es sind schon groß, also man sieht es der Mannschaft nicht so an, aber sie haben schon eine Erleichterung jetzt. Und ich denke, wir haben auch alles gegeben dafür und es ist dann ein verdienter Sieg und dadurch ist die Emotion noch riesig. Ja, besser kann man es nicht machen gerade. Ja, vom Spielverlauf her habt ihr am Anfang Schwierigkeiten gehabt, dann kamen noch Verletzungssorgen dazu, weil der Lushrim Nushaku ausgewechselt wurde wegen Verletzungen und so weiter. Und dann habt ihr aufgedreht. Ja, kannst du mehr Worte dazu sagen, wie das Spiel gelaufen ist und wie ihr es drehen konntet? Also ich sage, erste Halbzeit, da haben wir gute Chancen, haben uns auch rausgearbeitet, aber waren nicht so die hundertprozentigen. Und zweite Halbzeit, wir sind in die Kabine dann, in der ersten Halbzeit reingegangen, sind in die Kabine rausgekommen und haben uns in der Kabine gesagt, wir müssen mehr geben. Und das haben wir jetzt die letzten 20 Minuten auch gemacht, haben gedrückt, haben dann auch hinten umgestellt. Und ich denke, das war auch richtig so. Und ja, das ist dann dementsprechend die Leistung, die wir dann gebracht haben in der zweiten Halbzeit. Chancenverwertung wurde heute mal nicht bestraft. Aber von den Chancen her hätte es noch höher ausfallen können. Ich will es nicht schwarz malen, aber ja, was sagst du zur Chancenverwertung? Dann war es fast schon Pflicht, dass du dann getroffen hast. Chancenverwertung. Ich sag's mal so, wir sind in der Chancenverwertung nicht so gut. Jetzt, wo der Dominik Salz auch nicht da ist, haben wir ein kleines Handicap. Aber wir haben ein, zwei sozusagen hundertprozentige gehabt, wo wir auf den Torwart geschossen haben, wo wir daneben geköpft haben von 2 Meter. Und auch ich da in der zweiten Halbzeit, da müsste ich das besser machen. Und zum Glück hat es mit den Chancen, die wir jetzt gerade hatten, noch gereicht. Und ja. Wie hast du das Tor gemacht, das wichtige Ausgleichstor? Mit dem Kopf gegen die Laufrichtung. Also gut durchgekämpft vom Kreshlo Staku. Und der hat dann mit dem rechten, mit so einem schwachen Fuß dann noch reingeflankt. Super Flanke und ich muss da nicht viel machen. Einfach mit dem Kopf gegen die Laufrichtung vom Torhüter. Und es war dann dementsprechend ein super Tor, super Vorlage, besser kann sie machen. Es war dann wieder so ein Auftrieb für uns, dass wir noch mal mehr geben können. In letzter Minute dann das Führungstor gefallen, da werden dann natürlich die Emotionen explodiert sein. Wenn ich ehrlich bin, waren meine Emotionen nicht so krass. Also ich persönlich habe mich sehr gefreut, dass wir da das noch gedreht haben. 1-1 hätten wir uns wahrscheinlich zufrieden gegeben, aber jetzt dieses 2-1 war super. Ich habe schon gesehen im Team, die waren ja alle erleichtert. Ich persönlich war auch erleichtert, habe schon fast beten müssen. Und ja, ich denke, das war dann zum richtigen Zeitpunkt. Da stand der Joel richtig. Und es ist dann dementsprechend das Tor. Ist gut für uns. Ja, für euch geht es aber weiter, denke ich mal, mit den Endspielen. Also heute habt ihr natürlich einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geschafft, um das abzusichern. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt so der nächste Step wäre so, eigentlich, auch wenn die Leute sagen, wir sind durch, ich persönlich oder das Team, wir denken so, dass wir Schritt für Schritt ins nächste Spiel reingehen, versuchen die Saison noch so gut wie möglich abzuschließen und dann, ja, schauen wir, können die dann sich in die nächste Saison reinversetzen, müssen wir mal schauen. Dann, ne? Ja, du hast, wie du mir mitgeteilt hast, für die nächste Saison schon für Bayreuthlingen dich verpflichtet. Ja, kannst du mehr zum Wechsel sagen, was die Motivation dahinter war und ja? Ja, was dahinter stand, das behalte ich mal für mich. Aber ja, wie Sie gesagt haben, ich wechsle nächstes Jahr zum SV Reutlingen, habe 2 Jahre unterschrieben. Einerseits ist Gutes da, ich habe meinen alten Trainer, den Theo Rus, Supermann, und der gibt mir doch Vertrauen. Und jetzt möchte ich mich eigentlich hier ganz gut verabschieden, dann die nächsten Spiele. Ich möchte eigentlich 100% geben, dass ich mit einem guten Standing hier gehen kann. Und nicht mit einem schlechten Standing. Ich gebe hier nochmal mein 100%, versuche mit dem Team das Beste rauszureißen und dann, denke ich, wird das schon gut sein. Ja, was siehst du für ein Fazit aus deiner Zeit beim CFR Pforzheim? Wie gut konntest du dich entwickeln? Also, ich habe mich schon entwickeln können. Wie viel es ist, für mich persönlich, es war vielleicht 10-20%, weil das war jetzt mein drittes Jahr aus der Jugend raus. Und
erste Jahr beim VfR Aalen, beim zweiten Jahr dann hier, dritte jetzt hier wieder. Da denke ich, habe ich mich ganz gut entwickeln können, vor allem auch letztes Jahr und dieses Jahr mit schlechten Start bei mir. Aber ich denke, ich habe da nochmal gut was rausgeholt und hoffe, dass es die nächsten Jahre da mehr und mehr wird. Und schaue, dass ich mich da stets besser. Und vielleicht sehen wir uns da irgendwo, wer weiß, Champions League, Europa League. Vielleicht Spaß, aber schauen wir halt mal, wo ich dann hinkomme. Ruben, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.